Und der Dua, liebe Geschwister, das Bittgebet, ist eines der größten und gewaltigsten Ibadat, auch wenn viele Unwissende und Unvernünftige es schlecht reden, als wäre es ein Mittel der Hilflosen, ein Mittel, das man nur benutzt, wenn man nichts anderes kann. Ganz im Gegenteil, es ist das erste Mittel und das mittlere Mittel und das letzte Mittel. Ein Muslim lebt mit dem Dua, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Al-Dua, das ist Ibadah. Und er sagte alaihi salatu wasallam, es gibt bei Allah nichts ehrenwürdiger, ehrenvoller als das Bittgebet. So sollen Allah fürchten jene, die das schlecht reden. Du machst ja nur Dua, als ob das eine Kleinigkeit wäre. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns auferlegt, ihn anzuflehen und zu bitten. So sagt Allah azza wa jal. Und euer Herr sagte, bittet mich, so werde ich euch erhören. Und Allah azza wa jal warnte jene, die nicht Allah anflehen. So sagte er, jene, die sich zu stolz sind, mir zu dienen. Und gemeint ist das Bittgebet, denn vorher wurde es erwähnt. Und jene, die sich zu stolz sind, mir zu dienen, diese werden in die Hölle gelangen. Möge Allah uns davor bewahren. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Allah nicht anfleht, über den wird der Zorn Allahs ergehen. Möge Allah uns mit uns allen zufrieden sein.